Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Roundup. Und heute werden wir etwas ganz Spezielles tun. Und zwar werden wir heute mein Dach ein bisschen aufpimpen. Wie ihr seht, Bugsy hat im Hintergrund schon sein Gebäude hochgezogen. Ich weiß nicht, ich bin so ich habe so eine kleine, beschauliche, schöne Hütte und dann im Hintergrund so ein riesen Hochhaus. Naja, gut, okay, wieso nicht? Ja, und zwar, wenn wir jetzt reingucken, es hat sich jetzt hier nicht viel getan, letzten Tage. Mir wurde hier so, ja, mir wurde so eine Kiste geschenkt, die irgendwie ein bisschen, keine Ahnung. Die lässt sich cool aufmachen, aber ich weiß nicht. Ich habe da jetzt noch keinen Verwendungszweck dafür. Ich muss irgendwie meine Taschen leeren erstmal. Erstmal muss ich meine Taschen leeren. Ich habe mir heute gedacht, wir machen gemeinsam mal mein Dach fertig. Ich habe jetzt ja hier alles abgerissen, wegen Lehm und so weiter und so fort. Ich wollte halt ein Steinziegelhaus haben, weil es, ich weiß nicht, das sieht im Winter einfach ein bisschen aus. Ja. Ja, kein Plan. So, und ich muss erstmal meine Taschen leeren. Ich schmeiße aber gerne alles weg, was ich überhaupt nicht brauche. Und eigentlich brauche ich alles. So, ja, hier, da, Goldklumpen. Stimmt, und wir haben heute noch was anderes vor. Sein, ich hab's verloren. Kann gut sein, dass ich's verloren habe. Nein! Nein, Zero, das hast du nicht wirklich. Ach nein. Aber ich sollte mein Essen kochen. Das Leder brauche ich auch höchstwahrscheinlich. Das Gold kann hier ruhig zurückbleiben. Das kann hier zurückbleiben. So, das sind die wichtigen Utensilien, die ich immer brauche. Und eigentlich hatte ich mal einen Lohnstab. Wenn der jetzt weg ist, Freunde, dann müssen wir nochmal unter die Erde. Oh nein. Mein ganzer schöner Plan. Ich wollte nämlich heute in der Folge Folgendes herstellen. Und zwar... Wieso gibt es jetzt plötzlich 6 Seiten? Es gab doch vorher immer 5. Oder sind das jetzt mehr... Ich glaube, es sind mehr Figuren geworden. Wieso werden das immer mehr Figuren? Hm. Egal. Jedenfalls, ich hatte vor, halt den Backpack Restorer zu machen. Dafür brauche ich halt Lohnstaub und das kriege ich aus der Lohnroute. Und da wollte ich halt einen Restorer bauen. Ja. Ist geil. Wieso habe ich die verloren? Habe ich die zufälliger hier war? Ich habe sie hier reingetan. Oh mein Gott. Alles ist gut. Alles ist gut, Freunde. So, jetzt brauche ich noch meine Enderaugenperlen. So. Enderperle. Daraus mache ich dann ein Enderauge. Ne? Ich brauche 1. Mehr brauche ich nicht. Der Rest kommt. Ich habe jetzt übrigens 3 Backpacks hier. Das hier ist von Deadline, das ich gefunden habe. Im Nether. Das hier ist von No Chance. Der hier irgendwo rumlaufen sollte. Warte. Nee, das war nicht No Chance, oder? Nein. Doch. Doch, No Chance. Doch, No Chance. Das war von No Chance. Das ist der Rucksack von No Chance. Habe ich schon ein bisschen geplündert, also wundert euch nicht. Und ja. Das ist. Habe ich mich erschrocken. Das ist halt hier mein Rucksack. Und ja, ansonsten habe ich hier noch den Schneemann. Den möchte ich mit euch morgen mal fertig machen. Das heißt, morgen anstatt Speed Painting machen wir Speed Building. Speed Building, ein Schneemann, würde ich sagen. Und ansonsten kümmern wir uns jetzt erstmal darum, zu gucken, was passiert, wenn wir einen Rucksack wiederherstellen. Ich bin ja, wie gesagt, vor ein paar Tagen losgezogen, habe ziemlich viel Materialien gesammelt und bin dann mit Absicht gestorben. Und habe gehofft, dass das hier jetzt quasi... mein Leben rettet. Dafür brauche ich ein paar Goldplatten. Ich habe zum Glück ein paar Goldplatten. Außerdem ist außerdem ein Eichhörnchen. Keine Ahnung warum. So, mein Gold habe ich hier reingepackt. Du, was? Keine Ahnung, was ich da jetzt rausgeholt habe, aber es dürfte ja nicht so wichtig gewesen sein. Ich hoffe, das reicht an Gold. 8 Stücke? Das reicht perfekt. Ich sollte auf jeden Fall demnächst mal losziehen, irgendwie ein bisschen was sammeln. Das wäre doch mal was schön Feines. So, wie findet ihr überhaupt mein Haus? Habt ihr schon zu irgendwas gesagt? Nein, doch nicht. Ich glaube nicht. Hier mein Kühlschrank. Ja, mein Ofen. Selbst gebaut, alles selbstverständlich. Und meine Schublade. Ah, schön. Ah, ich glaube, ich brauche einen Birnen. Ich habe meine Kleidung ganz gar nicht da. Ich habe da was für dich. Aha. Ja, da was für mich. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt mit meiner Kleidung gemacht habe, aber egal.
Was hat er denn für mich? Ah ja, okay, sehr schön. Okay, warum nicht? So, war das nicht so? Ach, nein. Wo habe ich das Ende Auge? Ja. Da, wo ich mein Ende Auge jetzt hingetan habe. Ist jetzt auch egal. So. Ist das nicht ein bisschen cheaten? Oder verschwindet dann der Backpack von demjenigen? Weil ich weiß, dass der hier, der Backpack, das ist der von No Chance. Wenn ich jetzt akzeptieren drücke, ich weiß nicht, ob der von No Chance verschwindet. Auf jeden Fall, hier sind alle Rucksäcke, Freunde. Ihr könnt alle Rucksäcke wiederherstellen, die ihr jemals besessen habt. Und wenn ich mir das so angucke, Prismarin. Okay. Erstmal, findet man das im Nether? Ein goldener Apfel. Ich glaube, das ist der von... Ist das der von Deadline, sein neuer? Das könnte der von Deadline sein, sein neuer. So, das ist meiner. Ja, das ist hundertprozentig meiner. Da sind ein paar Dia-Sachen drin. Wieso hat jemand Dia-Sachen? In seiner Tasche. So, das kommt mir bekannt vor. Das ist Deadlines, achso. Das ist sein Alter. Ach, da habe ich das Ende Auge hingetan. So, und das ist der, mit dem ich losgezogen bin, glaube ich. Ja, das ist der. 100, ja, das ist der Steve. So, was haben wir hier noch? 5 Smaragde, 64 Diamanten. Okay, ein Lehrer, ein paar Bücher. Ich frage mich, ob das Ganze halt dupliziert wird oder ob er verschwindet. Ist doch eine berechtigte Frage, oder? Quantum Backpack? Was zum Teufel ist jetzt ein Quantum Backpack? 2 Stück davon. 4 Diamanten. Bitbeutel ohne Ende. Das könnte tatsächlich sein. Der von Nugget. Aber ich will ja meinen wieder haben. Titi nicht. Nein, ich habe mich verklickt. Ich habe auch noch den Leeren erwischt. Ich meine, ich habe ja doch ein Enderauge, so ist es nicht. Das ist bitter. Ist das bitter? Oh Gott, oh nein, Leute, ist das so bitter. Habe ich hier irgendwo noch Gold am Start? Ja. Ich muss mal kurz zu Deadline gehen. Deadline ist sowieso nicht mehr da, weil sein Laptop ist kaputt gegangen, weswegen er nicht mitspielen kann. Deswegen kann er das hier auch nicht vervollständigen. Oh, Winston ist ziemlich groß. Und ich guck mal, ob ich bei ihm ein bisschen Gold leihen kann. Hier, Goldklumpen. Das hilft schon ein bisschen. Noch mehr Gold. Ja, das reicht schon. Dankeschön. Okay, gehen wir mal zurück. So ein Scheiß. Aber weißt du was? Ich höre viele Kühe, aber ich sehe nur 2, egal. Weißt du was, Deadline? Du wirst uns ermöglichen, dass wir jetzt nämlich gucken können, was passiert, wenn wir einen schon vorhandenen Backpack da auswählen. Und ich wette, du freust dich schon, uns zu helfen. So, jetzt brauche ich nur noch Enderaugen oder Enderperlen. Problem ist, ich habe nur noch eine.
Könnt natürlich eine Tasche verwenden, wo eine Enderperle drin ist. Ach komm, tu mir den Gefallen. Oh, die ja Sachen. Okay. 5 Diamantblöcke. Wieso nicht? Hast du hier echt kein Enderauge mehr? Ach komm schon, Deadline, du bist meine einzige Hoffnung. Soll ich mal einen von denen entpacken? Ups. Ich tue es schon, ich keine Sorge. Aber die werde ich bei mir auch bald aufstellen müssen. Weil ich habe ja theoretisch einen in dem Rucksack drin. Ja, der hat natürlich einen Enderschart hergestellt damit, ne? Ja gut, dann müssen wir uns ein Enderauge organisieren. Hilft ja alles nichts, Freunde. Es sei denn, ich habe es hier irgendwie nicht gesehen, aber er hat hier keinen. Gut. Matsudo! So, okay. Folgender Plan. Och, wie konnte ich nur so failen? Also, ich habe ausgerechnet einen leeren genommen, ne? Wäre das wenigstens voller gewesen. Das wäre schön gewesen. Ich habe auch keine Endaugen hier mehr drin, ne? Ja, ein Endauge habe ich hier halt noch drin, ne? Aber das ist doch... Warum? Warum, Freunde? Warum passiert mir das? Na gut, den nächsten Enderman, den wir sehen, den müssen wir halt kaputt schlagen. Ist halt so. Wir gehen halt gleich auf Enderman-Jagd. Gut, probieren wir nochmal unser Glück. Ich habe irgendwas im Auge. Oh mein Gott. Ah, es tut weh! So. Okay. Einen davon brauchen wir. Dann das Enderauge-Ding da rein. Dann hier. So, einen auf den hier und den dahin. Gut. Holen wir erstmal mein Backpack wieder. Und das war. Haben wir den denn? Oh, wie viel Platz hier ist so? So einen großen will ich auch. 64 Diamanten! Da, das ist meiner. Danke, ich habe ihn wieder. So, jetzt hängen hier überall Backpacks. So, wir brauchen eine Enderperle. Ich hoffe inständig, dass das Ganze nicht kopiert wird, sonst haben wir bald mehr als genug Diamanten. Also ich nicht, aber die anderen nicht wahrscheinlich. So, wo seid ihr? Herrliche Musik zum Enderman-Jagen, finde ich. Und ich hoffe für dich, oh, es wird hell. Nein, die ganzen Endermen. Baxi, ich hoffe für dich, das wird ein bisschen festlicher, dein komisches Gebäude. Ansonsten, ja. Festlich ist es auf jeden Fall nicht, was da steht. Na, Spinny? Ach, so weit kommst du doch gar nicht. Scheiße, hier muss doch irgendwo noch ein Enderman rumstehen. So. Übrigens weiß ich nicht, ob ich nochmal so ein Community-Projekt machen will, denn ganz ehrlich, hier wird ziemlich viel geklaut und zerstört und alles mögliche. Das finde ich nicht in Ordnung und ja, eventuell wird es, ja, es wird ein Minecraft-Projekt geben, höchstwahrscheinlich dann doch schon mit mir alleine. Aber Community vielleicht nächsten Weihnachten dann wieder, ja, weil keine Ahnung. Sich gegenseitig hier fertig zu machen, nicht zusammenzuarbeiten, das ist irgendwo nicht der Sinn von Weihnachten, versteht ihr? Ich meine, gut, ich kann natürlich auch mal PvP machen. Lasst uns mal PvP, Community PvP Minecraft oder so. Das wäre möglich, ja. Aber, naja, nicht auf diese Art und Weise. Gut, so viel dazu. Ja, kein Enderman, ein paar Knochen. Na gut, muss ich nächste Nacht losgehen. Übrigens, da ist der Weihnachtsmann. Er ist aber noch nicht fertig gemacht, weil Nugget höchstwahrscheinlich keine Zeit mehr hatte. Nugget, der kleine eifrige Lerner. Und ich, Freunde, wie... Liegt über Knochen rum. Wieso baut ihr überall diese komischen roten Netherstein-Dinger auf? Das verstehe ich nicht. Was soll das? Was? So. Und wer wohnt hier? Mit noch nicht vollständigem Dach oder gehört sich das so?
Ah, das war awesome, glaube ich, ne? Hier auch diese Kackhäuser. Was soll denn das? Hä? Check ich nicht. Ich meine, okay. Den hier verstehe ich. Ich verstehe, warum ihr den gebaut habt, weil da tatsächlich jemand drin ist. Was ist da denn mit den beiden passiert? Hier waren auch noch zwei. Die sind auch verschwunden. Keine Ahnung. Eigentlich wollten wir ja mein Haus dekorieren, oder? Ja, komm, machen wir mal. Scheiß drauf. Reicht doch langsam. Was zum Teufel? Ach, Leute. Genau wegen so einer Scheiße. Überlege ich halt, weil überall hier so eine Trolldinger sind. Wisst ihr, das macht überhaupt keinen Sinn, dann überhaupt einen Server zu machen. Ja. So eine Scheiße muss ich mir wirklich nicht geben, oder? Ja, kurz mal einzeln wegmachen. Ich bin eigentlich am Anfang des Servers bin ich hier ständig rumgelaufen und habe diese Scheiße entfernt. Wisst ihr? Und dann wundert ihr euch, warum ich dann solche Projekte nicht mit euch machen möchte. Weil genau so etwas passiert. So. Dann reparieren wir das Ganze mal kurz. Die überall rum. So. Hey! Mir fehlt noch. Mir fehlt noch was. Hier übrigens mein Stuhl. Hm? Bin mal hier reingetan, damit ihr ihn kopieren könnt. Für euch selber. Bin ich nicht nett. So. Was haben wir noch für Kunstwerke hier? Ja, Schmuck, ne? Platz frei. Okay, awesome. Sowas ist auch kacke übrigens. Ich meine, das hier ist eine Galerie. Leute, baut mal ein bisschen mehr mit Pixeln, hast du nicht gesehen. So wie ich und Lord Huntington. Und dann packt es hier rein. Ich meine, es haben schon viele damit was gemacht, aber packt ruhig hier was rein, was ihr gebaut habt. Das ist doch egal, ob es nützlich ist oder unnütz. Ich meine, mein Schneeball kann ich da jetzt schlecht hinpacken, aber theoretisch wäre das auch möglich. So, wir wollten das Häuschen schmücken. Dann tun wir es auch mal, bis wir einen Enderman sehen und dann uns einen Keks freuen. So, was haben wir überhaupt hier draus gewonnen? Goldäpfel, Kartoffeln ohne Ende, die kann ich mal für mich in den Ofen schieben. So sieht es aus, wenn der Ofen aktiv ist, cool, ne? Alles geklaute Ware. Wurftränke der Schwäche. Ich hab absolut richtig cooles Zeug gefunden, und zwar 3 Goldäpfel und 3 Wurftränke der Schwäche. Was so viel bedeutet, wie ich kann insgesamt 3 Dorfbewohner wiederholen und eventuell werde ich demnächst dafür auch irgendwie was bauen. Oh, der ist eingepackt. Steve. Habe ich nicht gesagt 3 Goldäpfel? Achso, die sind gesteckt. Oh, ich bin so blöd. Es ist schön. Es ist schön, so blöd zu sein, Freunde. Es ist einfach schön. So, jetzt gucken wir mal zu Deadline. Es ist ja Weihnachten, ne? Ich weiß, Deadline kann momentan nicht. Deswegen gucke ich mal, ob er schon so einen Steve hat. Da werde ich mal Deadline ein bisschen helfen, seine Sammlung zu vervollständigen. Denn nächstes Jahr kann Deadline hier weitermachen. Deswegen gucke ich mal kurz hier rein. So, hier ist der Enderman drin. Hier haben wir... Jetzt kriege ich natürlich alle Erfolge, ne? Oh, Glasscheibe. Marty McFly, Drax, Harry Potter, Batman, Iron Man, Skeleton, Lucio Minihead, Vision Minihead, Dolores, Tracer, Captain America, ja, cool. Ja. So, Steve ist schon mal drin. So, Freunde. Wenn ihr etwas findet, vervollständigt die Sammlung von Deadline. Tut ihm den Gefallen. Das ist ein Weihnachtsabenteuer, Freunde. Helft Deadline, seinen Wunsch zu erfüllen. Und sammelt für ihn alles. Ich gebe mein Bestes, Deadline. Ich gebe mein Bestes. Sag mir einfach noch, was dir fehlt. Und dann geht's ab. Gut. Schmücken des Hauses. Dafür brauchen wir Folgendes. Ich brauche erstmal Lava. Zuallererst brauche ich Lava, aber dafür brauche ich Deadline. Weil Deadline hat da doch einen Lava-Eimer, oder? Ich weiß nicht, was mit all meinen Lava passiert ist. Es ist einfach verschwunden. Lava-Eimer.
Lava-Eimer. Wassereimer hat er ja hier, okay. Huntington-Inventar. Okay. Ah, natürlich. Was ist denn da passiert? Gut, ich hole mir mein eigenes Lava. Was soll's. Ich weiß nicht mehr, ob es funktioniert. Und weil ich nicht weiß, ob es funktioniert, werden wir es erstmal testen. Ich weiß, dass hier irgendjemand Lava in die Luft geplantet hat. Übrigens, ich hatte bei mir neulich halt hier auch vor meiner Haustür so Fake-Lava, fand ich auch nicht so nice. Ich meine, ihr denkt, ja, ich troll den Zero, aber ihr verschandelt damit mein Grundstück. Ohne es überhaupt zu wollen. Ihr denkt euch einfach, ich mache jetzt einen Prank oder so, aber stattdessen verschandelt ihr mein Grundstück. Und macht Dinge kaputt und das mag halt kein Hausbesitzer. Und ihr geht auch einfach in Gebäude rein und guckt in die Truhen. Das tut man einfach nicht. Man fragt, hey, darf ich mal was von dir holen? Und dann sag ich, ja, gar kein Problem. Und dann dürft ihr ins Haus gehen und euch Sachen holen. Aber nicht einfach hier reingehen und alle Backpacks und alle Truhen durchsuchen, das ist Kacke. Und solange ihr euch da nicht dann halten könnt, wird es auch keinen zweiten Server geben. Oh, es sei denn, nächstes Weihnachten wird es auf jeden Fall wieder was geben. Aber insofern ihr euch da nicht so dran halten könnt, wird es auch für euch hier kein neues Minecraft-Projekt geben. So, ich habe übrigens Birkensetzlinge mitgebracht. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt in Erwägung gezogen habe, diesen den Rucksack zurückzuholen. Weil ich Birkensetzlinge gesichert habe. Das ist nämlich ein Baum, den wir noch nicht haben. So, Dekoration haben wir immer noch nicht gemacht. Es wird Zeit. Wir haben hier Lava. Lava und ich wollte wissen, ob Lava leuchtet. Es wird definitiv bald dunkel. Und wir brauchen dafür... Also Lava... Klar leuchtet Lava. Ein ganzer Lava-Block leuchtet. Aber das hier scheint nicht zu leuchten, ne? Wir müssen dafür unter die Erde gehen. Wir müssen unter die Erde gehen, um zu testen, ob das leuchtet. Aber wenn das leuchtet, kann ich das tatsächlich als Verzierung nehmen. Wenn nicht, dann muss ich Glowstone nehmen. Aber Lava wäre, glaube ich, in diesem Sinne heller. Also gut, wir brauchen einen dunklen Part wie hier jetzt zum Beispiel. Hält überhaupt gar nicht auf, ne? Also, absolut. Rein gar nicht. Wenn wir so einen Block machen. Gut, das ist Kacke. Ja, sie ist Gaki. Was habe ich eigentlich hier drin? Schleim, stimmt. Wenn jemand Schleim möchte, ne? Mich fragen. Und ihr kriegt welchen. Ja gut, das ist kacke. Dann muss ich mit Glowstone arbeiten. Dann muss ich Schmuck mit Glowstone machen. Das Problem ist einfach nur, es wird nicht so gut leuchten. Na gut, probieren wir unser Glück. Ich habe hier noch Magma-Blöcke. Die leuchten auch, aber die verbrennen mein Haus höchstwahrscheinlich. Weil das hier, was ihr hier seht, ist eigentlich nur Fassade. Ich habe hier nämlich auch, ich habe hier Stein und Wolle. Logischerweise wird Wolle brennen. Aber unter dem Zeug ist tatsächlich Holz. Es ist also nur ein Holzhaus. Es ist ein Holzhaus mit aufgepimpt, um Ressourcen zu sparen. Ja gut, dann brauchen wir Glowstone. Glücklicherweise habe ich ja ganz viel Glowstone am Start. Das reicht schon für unser Vorhaben. Ich habe irgendwo noch mehr Glowstone, so ist es nicht, aber das reicht schon für das, was ich vorhabe. So, als nächstes brauche ich natürlich auch einen Beutel. Damit füllen wir ihn erstmal mit Glowstone und jetzt bauen wir das, was ich vorhabe. Also, ich habe mir ein bisschen Inspiration geholt von den Amis und wenn man so nach Weihnachts, wenn man so nach Winterhäusern guckt, haben die meistens eine Beleuchtung, die geht halt. Ja gut, das müssen wir anders machen. Müssen wir in zwei Schritten machen. Damit es nicht zu groß wird. So. Am besten einen Block. Ich sollte mich nach dem Block richten. Ne? Darf ja maximal ein Block groß sein, damit ich es kopieren kann. Ich brauche einen Block. 24 Minuten um. Zero hat noch nichts gebaut an Festtagsbekleidung. Beleuchtung. Guck mal, wie schön hell das wird bei mir zu Hause. Das ist schön. Okay, wir gehen mal in einen dunklen Ort und bauen da. Hier wird es nämlich langsam zu hell. Und dann gucken wir, ob das was bringt. Wobei, wir bauen mal hier direkt hier so. Und dann bringen wir es einfach runter. So, das ist circa die Mitte.
Ich bin gut im Bitte suchen. So, so. Und jetzt müssten wir so circa die Mitte erreicht haben, das sehe ich an diesem Strich. Und dann gehen wir nochmal zwei runter. So, markieren hier nochmal hier schön die Mitte, ne? Oh, ups. Und wenn das gleich schön leuchtet, dann habe ich mein Ziel erreicht, Freunde. Dann wird das meine Festtagsbeleuchtung. Ich hoffe es so sehr, dass es leuchtet. Aber müsste es eigentlich. So, Füllwerkzeug, zack. So, dann nehmen wir das Ganze mit. So, jetzt habe ich hier das Teil mitgenommen, wie ihr seht. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Gucken, wie sehr das leuchtet. Diese Höhle ist natürlich nur dafür da, um das zu testen. Das leuchtet ja gar nicht! Hä? Wollte ich mich verarschen oder so? Okay, es müssen anscheinend mehrere nebeneinander hängen. Also es leuchtet ein bisschen, okay. Dann komm mal mit. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen zu groß, oder? Was sagt ihr, ist das zu groß? Wir testen das mal im Haus. Anscheinend, wenn mehrere Lampen nebeneinander hängen, dann leuchtet es auch. Keine Ahnung, frag mich nicht. Vielleicht sind sie in Reihe geschaltet. Man weiß es einfach nicht. Also, wir gucken erstmal. Ich glaube, das ist zu groß. Egal, wir nehmen mal ein Kopierwerkzeug. Was habe ich hier? Ja, der Stuhl kann ersetzt werden, ist gar kein Problem. Erst mache ich das hier leer, zack. Und dann kopieren wir das Ganze. Dann müsste es hier eigentlich leuchten, sobald da zwei, drei hängen, ne? Platzieren. Okay, es leuchtet nicht. Okay, was ist, wenn wir... Warum leuchtet es nicht? Okay, Moment. Folgendes. Das muss doch leuchten. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Immer, wozu mache ich den ganzen Scheiß? Und ich meine, die einfachen Blöcke leuchten doch auch. Mann. Okay, testen wir es hier. Also. Zack, 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 zack. Ja, irgendwie tut's nicht, ne? Tut's irgendwie nicht. Okay, Füllwerkzeug. Okay, wir brauchen vier aufeinander, damit sie richtig schön leuchten. Aber die sind halt einfach, die sind zu groß. Die sind zu groß, Freunde. So. Wir bauen hier einen neuen auf. So ein Bullshit. Okay. Was, wenn wir die Hälfte davon nehmen? Einfach so einen kleinen hübschen Stern. Wisst ihr was? Es muss ja auch gar nicht so sein, dass es das ist proportional. Es reicht ja auch, wenn wir irgendwie hier so... Moment. Ich habe Plan, Freunde. Ich habe Plan. So. Folgendes. Wir machen denn hier 1, 2, 3. Dann sieht das wenigstens hängt aus. Und hier machen wir einen. So. Das sieht doch schon viel besser aus, oder nicht? Ja, das hat doch Stil. So. Dann nehmen wir die hier mal weg. Und dann gucken wir mal. Okay. So sieht das Ganze dann aus. Das ist jetzt ein bisschen kleiner gestaltet von mir.
Ich hoffe, das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Und es leuchtet vor allem. So, jetzt können wir es mitnehmen und überall wieder hin platzieren. Hui, hups. So. Okay. Und testen wir es mal hier. Platzieren. Ich meine, ich kann es zwar so platzieren, ich kann es aber auch, wenn ich mich ducke, manuell platzieren. Was schwieriger ist, als man denkt. Okay, egal. Aber rein theoretisch ist das nicht schön. Es ist nicht schön. Keine Ahnung. Ich hänge jetzt mal 2, 3 auf. Und was sagt ihr? Ist das nicht wunderschön? Oh. Der muss mehr sein. Freunde, der muss einfach mehr sein. Das muss besser werden. Das muss einfach besser als dieser komische Klumpen Scheiße sein. Okay, folgendes. Wir sind ja wieder hier, ne? Ich baue nun so. Ja, gut, ich brauche erstmal irgendwie so eine Art Decke. Dafür nehme ich halt 3 davon. So. Na gut, eine hätte mir gereicht. Gut, wir nehmen einfach gleich die Mitte. Probieren wir halt mal was anderes aus, ne? Das wird schon irgendwie leuchten, Freunde, das wird schon irgendwie leuchten. Ich werde es zum Leuchten bringen. Bei meiner Seele. Wird leuchten. Also entweder mache ich das wirklich so. Oder eine Lichterkette. Ne, Lichterkette. Lass mich mal was testen. Wie sieht's aus? Leuchtest du, wenn wir einfach hier so eine Kugel hin platzieren? Nein? 2 aufeinander leuchten. Aber so hätte man eine Lichterkette machen können. Okay, folgendes. Ist ja einfach nur so gerade zum Testen, ne? Wir nehmen einen Block, machen einen Block Pause. Schwieriger als gedacht. Wie macht man jetzt einen Block Pause? Und nutzen wir Lava dafür. Scheiß drauf. Man erkennt auch gar nichts hier, ey. Ich hab gedacht, jetzt ist die Lava hell, ist sie nicht. Okay, es liegt also wirklich nur an der Lichtquelle. Wenn 2 nebeneinander sind, brennen sie, okay. Ist doch kacke, ist das. Und so leuchtet's nicht. Nicht mal, wenn ich mehrere nebeneinander hätte. Das wäre so eine geile Lichterkette gewesen. Wohl. Gerade eben hat's doch. Wieso kann ich da keinen Mittelpunkt wählen? Wollt ihr mich verarschen? Und warum leuchtet das nicht? Das ist doch so eine Kacke, ist das. Okay. Freunde, habt ihr Ideen? Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich brauche eine gute Dekoration. Ich weiß aber nicht wie. Ich habe gerade viel rumprobiert, es ist viel, viel hässliches Zeug rausgekommen und mein Favorit an Hässlichkeit ist momentan dieses hübsche Ding. Das ist so hässlich. Warum, Zero? Lichterketten. Was ist, wenn ich... Ja, ich habe ja eigentlich schon so eine recht gute Lichterkette... Moment. Lichterkette, Freunde, Lichterkette, oh, Lichterkette. Das ist gar nicht mal so schlecht, was ich hier habe. Und komm, ich wollte jetzt eigentlich die Folge beenden. Wir lassen es aber noch, denn ich werde jetzt diese Dinger hier entfernen. Weil es kann immer noch eine Lichterkette...
Scheiße, da verliert es schon an Helligkeit. Okay, es muss eine gewisse Anzahl an Steinen haben, damit es leuchtet. Okay. Ist ja gar kein Problem. Wenn ihr noch Dekorationsideen für mich habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare. Ich versuche sie dann umzusetzen. So dass alle, die im Projekt eigentlich nicht dabei sind, auch dabei sein können. Mit ihren Ideen. Ist das nicht toll? Ich finde schon. Ach Gott, wie... Die Mitte mit dem Ding zu treffen, ist so gut wie unmöglich, Freunde. Das ist... Also, wenn ihr jemanden ärgern wollt, dann empfiehlt ihm diese Mod. So. Das könnte schon als Lichterkette durchgehen, oder? Das sieht trotzdem nicht so wirklich cool aus. Wenn wir jetzt mehrere davon nebeneinander packen halt, ne? Dass wir sagen, hier... Also wir sagen hier, da, Ja gut, vielleicht jede zweite. Wäre besser. Ja, jede zweite so und das verbinden wir dann quasi. Obwohl, die sind viel zu groß für Lichterketten. Das könnte ich an den Weihnachtsbaum anbringen. Also so winterkettenmäßig könnte ich an den Weihnachtsbaum anbringen, aber nicht. Muss was anderes entfallen. Gut, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt. 36 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich das Problem gelöst habe und ich die richtig schöne Beleuchtung habe. Haut rein, euer Zero. Tschüss.